Ein herzliches Hallo an dich und willkommen bei Berlin Sessions mit der Tageslektion von Ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist das Geistestraining für dich von Jesus Christus. Und das Buch ist im Greuthoff Verlag erschienen. Es kann in jeder Buchhandlung käuflich erworben werden. Und ich bin froh, dass diese Lehre in meinem Traum aufgetaucht ist, denn das, was aufzuheben gilt, das, was der schnelle Weg raus ist, kann nicht durch einen menschlichen Geist oder irgendeinen menschlichen Lehrer hergeleitet oder erkannt werden. Selbst wenn irgendjemand hier in der Welt die gleiche Inspiration erfährt, die Jesus erfahren hat, er wäre trotzdem nicht imstande, so ein Werk hervorzubringen, so ein detailliertes Geistestraining, das dir in jedem Absatz, in jeder Idee, jedem Konzept, was es dir anbietet, die Höhe und die Sofortigkeit der Erlösung verständlich macht, deinem Geist das gibt, was jetzt sein ist. Und das kommt daher, dass Jesus als Erster seine Lernaufgabe hier auf Erden beendet hat und ihm somit die Sühne untersteht. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ihm untersteht die Sühne. Und das hier, dieser Kurs in Wundern, ist Teil davon, ist Teil dieser Arbeit. Tatsächlich spricht der Heilige Geist, spricht Jesus in jedem Augenblick zu dir und ruft dich auf, deine Ideen über dich selbst loszulassen. Denn deine Ideen sind das, was dir wirklich Freude macht, das, was dir wirklich die Gewissheit dessen bringt, was du in Wahrheit bist, verweigert. Also es geht um die Korrektur dessen, es geht um die Korrektur, die Aufhebung deiner Gedanken. Und das ist eine Mission, die im Jetzt stattfindet. Es ist eine Mission, die wir hier bestreiten, in der wir zusammenkommen für einen Augenblick, uns anschauen, dass wir tatsächlich an diese Welt glauben und uns daran erinnern, dass die Welt nur da ist, weil ich meine Wünsche ausagieren möchte. Getrennt von meinen Wünschen existiert diese Welt nicht. Getrennt von meinen privaten Gedanken, von meinen bedeutungslosen Gedanken, ist keine Welt vorhanden, ist keine Welt in meinem Gewahrsein. Und Jesus erinnert uns, hey, du regst dich auf, du regst dich nie aus dem Grund auf, den du meinst, du regst dich auf, weil du eine bedeutungslose Welt siehst, weil nichts hier Sinn ergibt, weil hier sich auf nichts verlassen werden kann. Alles ändert sich, alles wandelt sich. Nichts ist im nächsten Augenblick so, wie es jetzt noch war. Es ist alles anders, die Perspektive ist anders. Der Sinn und Zweck, den ich allem gebe, ist in jedem Moment anders, wobei es immer eine Idee von Trennung ist, eine Idee von Veränderung. Gottes Wille schwankt nicht. Gottes Wille für dich ist vollkommenes Glück und darin ändert er seine Meinung nicht. Sein Wille ist für immer ganz, ist für immer stabil. Und wir sind uns jetzt in einer Situation konfrontiert, in der sich alles ändert, in dem wir nicht vollkommen glücklich sind, in dem wir nicht den vollkommenen Frieden erfahren. Und es nützt tatsächlich nichts, uns dann dahin hinzupeitschen, doch den Frieden anzunehmen, sondern es bedarf die Entwicklung von verschiedenen Eigenschaften, die in Zeit passieren,
aber deren Anwendung jetzt stattfindet, in welchem Ausmaß ich auch immer sie entwickelt habe. Denn die Anwendung und das Lehren findet immer nur in diesem Augenblick statt, ungeachtet des Ausmaßes dessen, was gelehrt oder gelernt wurde. Und was hier für dich relevant ist, was für mich relevant ist, ist die Sanftmut, was nichts mit, sagen wir, Bedeutungslosigkeit oder mit Unentschlossenheit zu tun hat, sondern es ist eine Sanftmut deinem Verlangen nach Vollständigkeit und akzeptiert in gewisser Art und Weise, dass Illusionen noch in deinem Geist vorherrschen. Und ich möchte gar nicht zu sehr in diese Idee eintreten, denn heute Abend haben wir noch genügend Zeit, haben wir eine ganze Sendung, die sich dieser und eine ganze Reihe über diesen Monat sogar, die sich mit der Idee der Sanftmut beschäftigt. Für jetzt wollen wir uns nur die Idee angucken, dass Geister verbunden sind, dass tatsächlich alles, wenn du es mit mehr als einem getrennten Geist anschaust, erkennst, dass wir der gleiche Geist sind. Dass die Idee von Fenster dich lehren kann, dass Geister verbunden sind, dass mein Geist dein Geist ist. Und wie geschieht das? Das geschieht durch eine Anpassung der Konzepte. Denn ich habe ein individuelles Konzept von Fenster, du hast ein individuelles Konzept von Fenster. Und es trifft sich nur teilweise. Es ist nie genau das, was der vermeintlich andere unter Fenster versteht. Durch die Vergebung jedoch, durch die Vergebung in meinem Geist, durch meine Akzeptanz, dass meine Freude im Loslassen meiner Idee über Fenster liegt, wird das, wofür das Fenster wirklich steht und wofür es für dich steht in Wahrheit, zu einer Lernsituation und Erkenntnissituation, in der ich erkenne, dass du ich bist. Dass wir beide tatsächlich der eine Geist sind und dass es nur um unser sehr intimes Zusammentreffen geht, an dem jedoch das gesamte Universum teilhat. Denn mein Geist, dein Geist ist das gesamte Universum. Es ist eins mit allem. Und darin lehrst du durch dein Denken, durch dein, genauso wie durch dein Handeln und Reden, lehrst du das ganze Universum. Und in diesem Fall, diesem unvermeidlichen Fall des Erkennens, dass ich du bin, lehrst du dem Universum seine Ganzheit. Du bist hier, um dem Himmelreich das Himmelreich beizubringen. Und das Fehlen der Ausnahme ist die Lektion. Was für eine Idee, oder? Was für eine Idee. Was für eine Idee, dass du der Lehrer des Universums bist, der Lehrer des Himmelreiches. Und du lehrst dies, du lehrst diese Einheit von allem mit allem, indem du anerkennst, dass du nicht weißt, wie dieser Lehrplan aussieht, dass du nicht weißt, was die Mittel sind, wie sie Anwendung finden in dir, denn du weißt es nicht. Aber dir wurde eine Gewissheit gegeben, dir wurden direkte Anweisungen gegeben, die in gewisser Art und Weise nur indirekt sind, denn das, was gewiss ist, kann nur direkt sein. Das, was sie auf das, was sie sich hin, was die, sie dich hinweisen, ist direkt. Also, wir sind tatsächlich in einem Aufhebungsprozess, wo wir nicht wissen,
aber dennoch wissen. Denn wir wissen, dass in unserem Nichtwissen die Gewissheit ist. Und es ist nicht wirklich, es ist keine verwirrende Sache, denn du weißt ganz genau, was das bedeutet in deiner eigenen Erfahrung. Was bedeutet es, dass Geister verbunden sind? Was bedeutet es, dass du weißt, was Fenster ist? Was Fenster für mich ist, als das, was dich aus dieser Idee von Welt herausführt? Es ist eine Gewissheit in deinem Geist, die dich daran erinnert, dass du sicher bist, wenn du nicht bestimmst, wie der Weg aussieht. Die Gewissheit sagt dir, dass es okay ist, dir die Angst anzuschauen. Dass es sogar zu deinem Besten ist, wenn du dir ansiehst, dass der Altar entweiht ist, dass das, was dich froh macht, scheinbar zerstört ist, denn du weißt auch, mit wem du dir das anschaust, nämlich mit dem Heiligen Geist. Und anstatt Strafe und Zerstörung zu sehen, siehst du sofort die Aufhebung des Fehlers, die Korrektur der Zerstörung. Denn tatsächlich wurde nichts zerstört. Du bist in der Tat frei, du bist in der Tat nach wie vor das, was du bist. Du bist der Sohn Gottes. Es findet alles in dir statt als eine Erinnerung, die sich auflöst, in der sich Körper auflösen, in der die Idee vom Körper sich auflöst. Die Wahrnehmung mag vielleicht noch da sein und ist noch da, scheint noch da zu sein, und es hat keinen Einfluss auf dich. Es hat keinen Einfluss darauf, dass du in jedem Augenblick erkennen kannst, dass du heil bist, dass dein Bruder der Christus ist, dass dein Bruder nicht der Körper ist. Du hast ihm einen Namen gegeben, aber nur, um die Sühne, die konkret ist, konkret sein zu lassen. Jetzt dient der Name nur dazu, deinen Bruder hereinzurufen und zu erkennen, dass er jenseits von Namen ist, dass das, was du dem du einen Namen gegeben hast, namenlos ist im Sinne von Begrenzung. Aber denk an Jesus. Jesus ist ein Name, den du verwendest, um dir etwas hereinzurufen, was nicht begrenzt ist. Es ist eine gegenwärtige Erinnerung, die du jetzt hast. Es ist ein gegenwärtiges Erinnern, was jetzt ist. Es ist ein Loslassen der Wiederholung des Irrtums, Jesus hier reinzurufen und anzuerkennen, dass das, was du erfährst, Jesus ist. Dass das, was du erfährst, die Aufhebung deiner Identität durch Jesus ist. Denn Vergebung lässt dich erkennen, dass Geister verbunden sind. Die Vergebung ist das Mittel, das zur Beendigung der Wahrnehmung bestimmt ist. Die Erkenntnis ist wiederhergestellt, nachdem die Wahrnehmung zuerst verändert wird und dann dem völlig weicht, was ewig weit jenseits ihrer höchsten Reichweite bleibt. Die Wahrnehmung weicht dem, was ewig weit jenseits der höchsten Reichweite der Wahrnehmung bleibt. Denn Anblicke und Geräusche können bestenfalls dazu dienen, die Erinnerung an das wieder wachzurufen, was jenseits ihrer aller liegt. Aber dafür dienen Anblicke und Geräusche. Die Vergebung fegt Verzerrungen weg und öffnet den versteckten Altar der Wahrheit, dessen Lilien leuchten in den Geist und rufen ihn zurückzukehren und nach innen zu schauen, um das zu finden, was er vergeblich außen suchte. Denn hier und nur hier wird der Geistesfrieden wiederhergestellt, weil hier die Wohnstatt Gottes selbst ist. Still möge die Vergebung meine Träume von Trennung und von Sünde hinwegwischen. Und dann, Vater, lass mich nach innen schauen und feststellen, dass dein Versprechen meiner Sündenlosigkeit gehalten ist, dein Wort in meinem Geiste unverändert bleibt und deine Liebe nach wie vor in meinem Herzen weilt.
Und es ist nicht schwer, das zu erkennen. Die Wahrnehmung ist ein Sprungbrett für die Erkenntnis. Die Wahrnehmung ist hilfreich, indem sie dich über die Wahrnehmung hinausführt, indem du erkennst, dass die Wahrnehmung schwindet, wenn du dich der Vergebung zuwendest. Und das muss auf etwas, dein Geist erinnert sich daran, dein Geist erkennt, dass Wahrnehmung nicht das wahre Ding ist. Es ist nicht wirklich Wahrnehmung, es ist Falschnehmung. Okay, entschuldige dieses Wortspiel. Es ist Falschnehmung. Etwas wird nicht wahr, es wird etwas für wahrgenommen, aber es ist nicht die Wahrheit. Es wird nur angenommen, dass es die Wahrheit ist. Es ist eine Wahrnehmung und damit wird dir die Wahrheit genommen. Aber da alles, die, und lass es ganz praktisch sein, das hier, was du jetzt hier erfährst, was du hörst, die Konzepte, die Geräusche, die vibrierenden Schwingungen, akustischen Schwingungen, die wir Geräusch nennen, die wir Stimme nennen, die visuellen Eindrücke, die du durch deine Augen und das Sonnenlicht oder das elektrische Licht bekommst, durch deine Physis, durch den Körper, der Dichtefrequenzen von Licht wahrnimmt, Materie. All das sind Erinnerungsmuster, das alles sind Wahrnehmungsmuster, die du ganz konkret ausprobieren kannst. Fass mal irgendwas an, was vor dir liegt. Ich habe hier ein Handy und eine Mütze. Und die Vergebung dessen, dieses Sinneseindrucks, dieser Wahrnehmung, erinnert mich daran, dass dichter als meine Fingerspitzen die Wahrheit da ist. Denn die Wahrnehmung löst sich auf. In meiner Entschlossenheit, in meiner Anwendung des Gedankens, indem ich einfach die Vergebung anwende auf diesen Eindruck, auf diesen physischen, haptischen Eindruck einer Mütze und den visuellen Eindruck einer Mütze. Gleich dahinter, hinter diesem Schleier ohne Dicke, ist sofort eine Erfahrung von etwas, was über die Wahrnehmung hinaus deutet und nur auf das hinaus deutet, was jenseits von Wahrnehmung ist. Es deutet nicht auf eine weitere Wahrnehmung, sondern auf die Aufhebung dessen, auf die unvermeidliche Aufhebung dessen, was wir Wahrnehmung nennen. Und ich liebe das Praktische an diesem Kurs, denn der Kurs ist gemacht, um praktisch zu sein. Die Sühne ist praktisch. Die Sühne wird auf das angewendet, was wir als konkret wahrnehmen, was wir konkret erfahren. Der Fehler ist abstrakt. Der Fehler, die Idee, getrennt von Gott zu sein, ist eine abstrakte Idee und liegt im Verborgenen. Aber das Konkrete zu vergeben, die konkreten Wahrnehmungen einer Situation, eines Bruders, eines Zustandes, eines Gegenstandes konkret anzuwenden, führt zur Korrektur des Irrtums der Trennung auf jeder Ebene. Und dafür sind wir hier. Das ist dein Job als Licht der Welt. Du bist das Licht, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Und du bist hier bis das Ende aller Tage, denn das Ende aller Tage ist das Ende deiner Träume. Und bis dann bist du hier. Es ist in diesem Augenblick. Bloß wann ist dieser Augenblick für dich? Wann wird dieser Augenblick für dich jetzt sein? Und da du in deiner Sanftmut mit dir erkennst, dass unendliche Geduld hier in diesem Augenblick dich daran erinnert, dass es bereits vollbracht ist, dass du die Vergangenheit siehst, ist die Gewissheit in dir gestärkt, dass du erfolgreich warst und du bringst das Licht in deine Welt, um vollkommen hilfreich zu sein. Okay. Es ist überall. Die Welt wird überall mit dir aufgehoben, wo immer du auch hingehst, denn Jesus ist bei dir. Und ich danke dir für diesen Augenblick. Falls du Hilfe brauchst, falls du Erinnerung brauchst, kannst du jederzeit unter der Berlin Sessions Hotline anrufen.
Die Nummer ist 030 120 745 39. Und ich danke dir für dieses Zusammenkommen. Ich danke dir, dass ich die Gelegenheit habe, mich selber zu erinnern. Durch dich, durch deine Anwesenheit. Durch das, was du wirklich bist. Und ich sehe dich in einem Augenblick, denn die Welt ist schneller vorbei, als wir es uns vorstellen können. Haha. Okay. Bis gleich, mein lieber, lieber Freund. Gott segne uns, jeden Einzelnen. Und ganz besonders dich. Danke.